Liebe Medienvertreter, liebe FFC-Gäste hier im Buchraum, ich darf Sie sehr herzlich zur Pressekonferenz nach dem ersten Heimspiel der Saison zwischen dem ersten FFC Frankfurt und dem ersten FC Köln begrüßen. Ich denke, wir haben ein sehr interessantes und attraktives Spiel heute gesehen, im Auftakt in die Allianz von Bundesliga. Zu meiner Linken begrüße ich Willi Breuer, Trainer des 1. FC Köln, und natürlich zu meiner Rechten Matt Ross, Trainer des FFC. Und wie immer gebührt dem Gast das erste Wort, Herr Breuer, bitte. Ja, zuerst mal Glückwunsch an Matt und der FFC Frankfurt und 2:0-Sieg. Ich glaube, wir müssen nicht diskutieren, dass der Sieg absolut verdient war. Das wissen wir auch. Aber ich denke, was uns Hoffnung macht, und ich habe mir erlaubt, im Vorfeld das auch zu erwähnen, ist die Präsentation, wie die Mannschaft hier aufgetreten ist. Das war für uns wichtig, zu zeigen, dass wir erst wieder angekommen sind. Das sind wir. Und das lässt uns auch entsprechend auf diese Leistung aufbauen. Darauf habe ich gehofft. Die Mannschaft hat hier stabil agiert, taktisch sehr gut agiert. Und ich glaube, es war wirklich ein attraktives Spiel, das man sich anschauen konnte. Ich denke, mit ein bisschen Glück machen wir 2 Tore und können auch noch 6 kriegen. Ich hätte also nicht so viel gemacht gegen 6:3. So ist es 0:2 geworden, für die Psyche sehr gut. Und ich glaube, das lässt dann für die nächsten Spiele auch für die Mannschaft selber das Selbstvertrauen wachsen. Und das ist natürlich das, was wir gerne mitnehmen wollten. Und das können wir mitnehmen. Ja, vielen Dank. Auf den Punkt. Matt, dein Kommentar in Deutsch, bitte. Okay, danke sehr. Ja, ich habe mich den Sieg und 3 Punkte gefreut. Wir haben mit viel Ballbesitz gespielt und diese 2 Tore von Anna Cunogocevic und Jackie Brünn waren super überragend. Und in der ersten Halbzeit haben wir dieses Spiel kontrolliert, Ballbesitz. Und ich habe gedacht, es ist zu viele lange Pässe gemacht. Und in der Halbzeit habe ich gesagt, nur kurz spielen zum Fuß und in der zweiten Halbzeit nochmal, wir haben viele Chancen nicht benutzt, normalerweise können wir 4 oder 5 Tore schießen. Für uns ist diese hintere Oberschenkelverletzung von Jack Brunnen, das ist ein großer Enttäuschung und man muss gucken, sie vor Hoffenheim oder bestens Zahn, dass sie nochmal fit ist. Ich bin zufrieden mit dem Ziel, 3 Punkte und es ist klar, dass wir brauchen ein bisschen Zeit. Wir sind eine neue Mannschaft, viele neue Spieler und ganz wichtig für heute war 3 Punkte, auch diese FFC-Debüt von Brie Heberling. War für mich, sie ist unser Nummer 1 Torwart. Und mit Fuß war sehr sicher und ganz klar, dass wir können mit Brie Ballbesitz spielen. Und auch diese Debüt von Liz Ebert. Sie ist nur, ich glaube, jetzt 18, ja? 15, 16, ich weiß nicht. Aber es ist auch diese, wir haben junge Talent, die ist von Deutschland, es ist ein junger Talent, dass wir arbeiten in diesem Bereich auch. Und ich habe zu viel in Deutsch geredet, aber es ist gut. So, vielen Dank für die Zuschauer und dieses Spiel, es ist eine gute Saisoneröffnung für uns. Danke. Vielen Dank, Matt. Ich glaube, der Applaus war auch für dein gutes Deutsch. Ja, auch. Genau. Gibt es noch Fragen an einen der beiden Trainer oder an beide Trainer? Ich hätte eine andere Frage. Michael, ja. Moment, bitte. Michael Löffler. Okay. Applaus habe ich gehört, dass da sehr niedrig ist. Ich wollte fragen, wo die Anzeigetafel ist. Da mal eine Frage an den Manager. Achso, das ist alles in. Ja, aber das Ding.
Ja. Nochmal. Wo die Anzeige da ist. Wo die Anzeige da ist. Ganz einfach. Die Verträge sind in Arbeit, sind aber noch nicht fertig abgeschlossen. Und die Aktivitäten sind zugesagt von der Stadt und auch von der Mainova, mit der wir das zusammen machen. Und es dauert noch, ich denke mal, einige Monate, bis dann die Umsetzung stattgefunden hat. Aber alles zugesagt und alles auf dem Weg. Das sind manchmal Prozesse, bis dann die Genehmigungen alle durch sind und so weiter und so fort. Brandschutz, alles was damit zusammenhängt. Vielen Dank, Herr Dietrich. Gibt es auch noch sportliche Fragen? Ich denke, dann ist alles gesagt, alles analysiert. Dann hoffe ich, dass Sie alle trotz der im Moment noch bestehenden Evakuierung alle gut nach Hause finden. Oder natürlich noch, das wäre noch viel schöner, wenn Sie auch unserer zweiten Mannschaft heute treu sein würden, die auch ein schweres erstes Spiel hat, den Sinn finden in einer sehr wichtigen Saison, der es um die Einklassige zweite Liga geht. 14 Uhr ist der Anstoß. Ansonsten sehen wir uns hier wieder in 3 Wochen in dem SC Sand und unser nächstes Spiel ist am nächsten Samstag bereits 14 Uhr bei der TSG 1899 Hoffenheim. Unseren Gästen alles Gute, nicht nur auf dem Weg nach Hause, sondern auch überhaupt in der ganzen Saison. Ja, und auf alle Fälle allen ein schönes Restwochenende. Herr Dietrich, vielleicht nochmal 2 Worte zum Saisonstart. Ich wollte mich auch bei der Presse nochmal richtig herzlich bedanken für die tolle Berichterstattung jetzt im Vorfeld. Wir hatten eine sehr große Pressekonferenz. Es ist wirklich sehr, sehr umfangreich berichtet worden. Und das führt auch dazu, dass wir viele Fans im Stadion haben. Vielen Dank und auf gute Zusammenarbeit auch in dieser Saison. Danke der Kinders, gute Heimfahrt für euch. Alles Gute. Ihr seid ein starker Aufsteiger mit einem Blick nach oben und alles Gute für die nächsten Spiele und für die Saison. Tschüss, bye bye.